zusammen und zum zweiten Mal frohe Ostern miteinander. Und ja, heute ist Ostermontag und heute habe ich ein ganz, ganz kurzes Video für euch, ein kleines Tutorial. Falls ihr das auch kennt, dass ihr zum Beispiel eure Haare heller färbt und dann die Haarfarbe nicht mehr zu den Augenbrauen passt, weil die Augenbrauen dann dunkler aussehen, habe ich einen ganz einfachen Tipp für euch, wie ihr eure Augenbrauen heller schminken könnt. Das könnt ihr zum Beispiel auch verwenden zu Karneval, Halloween oder zu jeglichen Anlässen, wo ihr euch verkleidet und irgendwie die Augenbrauenfarbe heller sein muss. Und es geht ganz, ganz schnell und ganz, ganz einfach und ja, aufgepasst. Puh, es geht sofort los mit dem Tutorial und ja, ich trage große Lockenwickler gerade drin, total sexy und es wird noch sexier hier oben. Ich habe nämlich noch so einen ollen Knoten hier oben am Hinterkopf, weil ich, ja, das habe ich jetzt gemacht, damit ich ein bisschen mehr Volumen gleich habe, wenn die Haare komplett trocken sind. Und wie ihr sehen könnt, ja, meine Haarfarbe passt so gar nicht zu meinen Augenbrauen vom Farbton her, weil ich die ja, wie gesagt, gefärbt habe. Und das wollen wir mal eben schnell ändern und ich zoome euch rein. So, so, so. Ja, so geht's. Ja, als erstes braucht ihr nur einen Concealer und ich nehme jetzt einen Concealer, den ich so für die Haut sehr selten verwende. Ich habe ja einige Concealers hier, die ich einfach so getestet habe und ja, den verwende ich jetzt einfach. Ihr könnt den Concealer eurer Wahl nehmen und ich tue einfach ein bisschen was von dem Concealer auf meinem Handrücken drauf. Und dann wäre natürlich ein Wimpernbürstchen ideal und ich nehme einfach so ein Wimpernbürstchen. Ja, da könnt ihr sehen, dass ich den schon öfters verwendet habe für diese Technik. Und ihr könnt aber auch zum Beispiel diese Wimpernbürsten nehmen, die aussehen wie Mascara-Bürsten. Die gibt es ja auch so zu kaufen. Und dann nehme ich einfach den Concealer mit der Wimpernbürste auf. Tupf, 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 tupf. So, dass es gut verteilt ist. Und bürste damit einfach meine Augenbraue durch. Easy! Und ihr seht jetzt schon, dass diese Technik die Augenbrauen um einiges verblasst und aufhält. So. Und zum direkten Vergleich, hier sind meine aufgehellten Augenbrauen mit Concealer. Und whoop, hier sind meine Augenbrauen, wie sie normalerweise aussehen. Ist schon, da sieht man schon den verblassenen Effekt von dem Concealer ganz gut, finde ich. So, und auf dieser hellen Grundlage lässt sich natürlich dann die hellere Farbe gut drauf verteilen und ist dann auch farbtreuer. Und an dieser Stelle müsst ihr einfach nur euren regulären Augenbrauenstift oder euer Augenbrauenpuder nehmen, was ihr sonst immer benutzt. Wenn ich die Farbe jetzt auf der unaufgehellten Augenbraue auftragen würde, würde der Braunton automatisch dunkler wirken. Und der Augenbrauenstift meiner Wahl ist dieser hier. Und ich nehme davon aber nur ein wenig, weil ich gleich noch ein Augenbrauenpuder drüber ziehen werde. Und wenn ich dann zu viel von dem Stift nehme, dann sehen die Augenbrauen dann zu buschig aus für meinen Geschmack und das wird nochmal verblendet, indem ich es nochmal durchbürste mit der angebrachten Bürste auf dem Deckel. Schwupp und nochmal der direkte Vergleich. Hier meine schwarzen Augenbrauen und hier seht ihr schon, dass die Augenbrauen um einiges bräunlicher aussehen und heller. So, um das zu perfektionieren, weil ich ja rotbraune Haare habe, nehme ich diesen Puderlidschatten hier. Der ist natürlich matt, weil eure Augenbrauen sollen ja nicht glitzern, das wäre ja ganz schön unnatürlich. Das ist ja ein rotbrauner Lidschatten, der sehr gut zu meinen Augenbrauen passt. Dazu nehme ich einfach einen abgestrichenen Lidschattenpinsel und ja, nehme was davon auf. Und dann ziehe ich meine Augenbrauenform noch einmal komplett nach. Und ich gebe mehr Farbe am äußeren Rand, also in diesem Bereich ab. Und den Rest der Puder-Lidschattenfarbe vorne. Mit diesem weichen Verlauf, also vorne weicher Farbauftrag und hinten härterer Farbauftrag, wirkt es natürlicher, aber auch schön betont.
Und da wäre der direkte Vergleich, hier die gemachte Augenbraue, hier die ungemachte Augenbraue. Und ja, das hier sieht natürlich viel gepflegter aus. Und man kann auch sehen, dass es besser zu meiner Haarfarbe passt, zu meiner rotbraunen. Jetzt in der HD-Nahaufnahme wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen künstlich, aber gleich, wenn ich euch rauszoome und generell im Alltag, wirkt diese gezogene Augenbraue doch recht natürlich. Und nun nochmal ein bisschen rausgezoomt mit dem kompletten Gesicht. Ja, ihr seht, das macht schon einen riesen Unterschied aus. Eine geschminkte Augenbraue zur ungeschminkten Augenbraue. So, und dann lege ich mal los und werde dieses Auge hier, also diese Augenbraue hier auch schminken. Und zur Wiederholung nochmal die Augenbrauen mit einem Concealer, der eurer Hautfarbe nahe kommt, einfach verblassen und dann wie gewohnt nachzeichnen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diese Augenbrauenstift-Augenbrauen-Puder-Kombination länger hält. Und jetzt noch mein persönlicher letzter Schritt. Augenbrauengel, damit die Härchen in Form bleiben und ordentlich ausschauen. Yep, und das war schon ein einfacher und günstiger Trick, seine Augenbrauen aufzuhellen und ging super schnell, habe ich ja gesagt. Ja, mein nächstes Video wird dann morgen online sein, um 15 Uhr ungefähr. Und ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dann, ciao.